und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 Meets Reality mit dem Harry Hofer. Hallo. Hast ein bisschen abgenommen, gell, hier nach dem Knast. Ja. Kommt nichts zurück. Der will nicht mehr mit mir reden. Der Jürgen Rasex. Hallo. Und da hinten versteckt sich der Mann in Blau. Kaiserstand-Anhänger. Ja, ja. Der Herr Stromberger, genau, unser Polizist. So, Servus. Ich dachte Servus. Servus. So. Gut, wer hat denn mein Traktor weggefahren? Ich glaube, der Tobi Knoll hatte den runtergefahren mit dem Tieflader. Ah, ja. Schon auch? Wohin weiß ich gerade nicht wirklich. Okay, wie komme ich denn jetzt zum... Ich kann nicht mitnehmen. Ja, ich könnte aber auch hier vom... Ich glaube, das war der Trecker vom... Warte mal, irgendwo... Ich gehe mal gerade gucken... Ach, das ist ein Harry seiner? Mhm. Ich kann dich ruhig mitnehmen. Ja. Ich habe einen Platz frei. Ich überlege gerade, weil irgendwo hier war noch mein Equipment gestanden. Oder hat es jemand schon weggefahren? Nee, der Dings, der... Hat der Jägermeister doch. Der Jäger hat es weggefahren, ja. Der Klaus. Genau, der Jäger. Der Klaus. Okay, ja, dann wäre es cool, wenn ich mich mit runter nimmst. Ja, kann den mal schnell ruhig ein. Ah, muss ich mal erstmal. Jetzt los, geht der auch nicht mehr. Doch. Er hat Stromberger nicht. Falsch lang drin. Was bin mir? Wo ist denn der Herr Strom? So. So. Alles gut hinten. Hast du heute schon wieder getrunken oder was los? Wieso? Dann fährst du ein Zeug zusammen. Wo musst denn du hin? Zum Händler. Okay. Oh. 20% auf die Typhoon, sagt der. Fahr über die Wiese, komm. Wenn der hier blockiert. Na denn. Hup mal. Kann ja wohl nicht sein hier. Polizei macht eine Straßensperre. Oh, Typhoon? 20% drauf, dann... Ja, da muss ich mir eine holen. Ich auch. Weil, ohne Mehrwertsteuer sogar. Das ist ein Angebot, da müssen wir gleich mal zuschlagen. Da kaufe ich, glaube ich, 3 und verkaufe sie zum vollen Preis weiter. So. Aber heute sind wir ein paar wenige, ne? Habe ich gehört. Sind viele im Urlaub. Ja, Sommerferien, viele weg. Du reparierst meinen Trecker gleich, habe ich gehört. Kann's machen. Okay. Ich bin mal gespannt, wann ich meinen Kredit krieg von der Stadt. So, vielen Dank erstmal. Ups. Kein Thema. Ah, hier, oh, da. Macht Hans-Peter schon Attacke hier. Geh mal gerade zum Hans-Peter. Jo, ich komme jetzt auch. Hallo. Hallo. Oh. Die neue Seilwinde, gleich mal getestet, oder wie? Ja, klar. Ich entaste dir gerade mal hier. Ja. Okay. Die funktioniert endlich wieder. Ist super. Ich würde gleich mal eine bestellen. Eine bestellen? Ja, natürlich. Ja. Nimmst du mein... ich hatte dieses Necklift zum Bäume ziehen. Ja. Nimmst du das wieder zurück? Ja, wir können auch einen Tausch machen. Das, Nee, das bringe ich dir so vorbei. Das war ja nur eine Leihgabe von der Stadt, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, genau. Ich warte nämlich gerade darauf, dass mein Kredit einkommt. Dann muss ich die ganzen Fahrzeuge wieder tauschen. Mhm. Deshalb. Ich gehe mal gerade zum Jürgen. Der muss meinen Traktor reparieren. Ja, ich kaufe die und die. Achtung. Ja. Da kommt der hier angeheizt. Wie gesagt, die Seilwinde können Sie mir dann schon mal bereitlegen. So, mach es. Danke. Stimmt. Jürgen, wie schaut's aus? Suchst du Ersatzteile oder was? Ach, du bist hier. Ne, ich hab nur den LKW hier hintergestellt. Ich dachte, du reparierst meinen Traktor. Ich brauch den. Ja, kannst machen. Hey. Der ist einfach ausgegangen, sagst du, ne?
Ja, aber du. Ja. Ach hier. Hab ich nicht gesehen gerade. Gut, und du kriegst auch noch Geld von dem Schaden, gell? Ja, genau. Was hat denn die Reparatur gekostet oder musst du die auch noch machen? 31.600. Hast du die schon gemacht? Nee. Okay, dann machen wir folgendes. Warte mal, ich geh mal gerade gucken, ob bei uns. Hört gerade keiner zu. Ich gebe den Traktor sowieso zurück. Mhm. Also das war irgendwie doch nur eine Leihgabe von der Stadt, habe ich rausgekriegt in den Unterlagen. Okay. Wir reparieren da gar nichts. Wir geben den einfach so zurück und ich hole mir dann einen neuen, weil mein Kredit ist bewilligt worden, 300.000. Dann hole ich mir einen neuen. Dann streiche ich die 31.000, streiche ich mir mal schön in die eigene Tasche. Ja. Ich hoffe mal, das kriegt keiner mit. Ja, mir ist halt egal. Ja, aber dann machst du nur, guckst mal, dass der Motor wieder läuft, ja. Ja, soll ich den schon klar machen für einen Exporteur? Nee, das nicht, weil das muss ja die Stadt dann machen. Also ich warte gerade noch auf den Kredit, ich habe den noch nicht gekriegt. Ja, aber das lief über den Bürgermeister. Ah. Ich habe den Kredit noch nicht gekriegt, weißt du, das ist mein Problem. Ja, muss immer mit dem Stromberger, ist doch die Vertretung. Stimmt, den frage ich mal. Ja, fragst du den dann auch, ob ich den schon klar machen soll für den Exporteur? Jo, das mache ich. Okay. Dann rufe ich den gerade mal an. Weil der gehört ja noch der Stadt, ne? Wenn der irgendwo da ist. Der gehört der Stadt, oder? Ja. Der Traktor. Ja, okay. Dann repariere ich immer gerade. Jo, danke, ciao. Jo. Gucken wir mal. Er geht wirklich direkt aus, ne? Ja, ist ganz komisch. Also, bis später. Jo. Guten Tag. Guten Tag. Sie wollten irgendwas von mir, hatten Sie gerade per SMS geschrieben? Ja, es geht um den Gewinn. Hatte der Herr Bürgermeister schon bestellt? Ich wollte da jetzt nicht unbedingt lauschen. Aber ich muss was arbeiten. Warte mal. Oh nee, mein Kredit ist reingekommen. Jo. Jürgen! Ja? Mein Kredit ist gerade angekommen. Ja? Jo, jetzt kann ich mir endlich mal was Ordentliches zulegen. Ja, das Blöde. Der geht wieder. Der war heiß gelaufen und da war ein Kabel locker. Wenn du den Schlüssel rumgedreht hast, dann kam da nur ein kleiner Funken sozusagen, der kurz angesprungen ist, aber direkt wieder ausgegangen ist. Ah, ich glaube vom Schlüssel zum Motor, das war ein bisschen lose. Okay. Ja, läuft aber jetzt wieder wie eine 1. Dann ist schon mal gut. Na, dann nehme ich den, ich gehe mal hoch und mach deinen Auftrag weiter, ja? Weil muss auch irgendwie vorwärts gehen. So, das ist ja super, dann können wir hier wieder arbeiten. Dann brauche ich den nicht leihen. So, das hier ist glaube ich meine. So, dann düse ich mal los. Achtung. Herr Varuna! Jo, Hans-Peter, das hat sich erledigt mit dem Ford. Ford erledigt? Jo, aber wenn du mal wieder ein bisschen Luft hast, sag mir Bescheid, ich müsste eine neue Bestellung aufgeben. Oh ja, dann muss ich später dann irgendwann machen. Jo, sag mir einfach Bescheid dann. Jo. Danke, tschüss. Tschüss. Jürgen. Volker, ja. Ich habe noch eine Frage. Du machst auch Grundbucheinträge, oder? Die kann ich machen, wenn der stellvertretende Bürgermeister Bürgermeister
nicht da sind oder es nicht machen. Okay, aber ich habe die Zusage schon vom Bürgermeister. Es geht um meinen Hof 3. Ja. Kannst du den ins Grundbuch eintragen für mich? Also das ist klar, dafür habe ich ja halt den Kredit gekriegt. Ja. Für die Parzelle Hof 3. Und ich muss gerade überlegen. Warte, ich schon mal gerade einen Stift raus. 68.000 wollte er dafür. Schreib dann mal drüber. Grundbuch Eintrag. Machen wir gerade einen Motor aus. Ich meine, Mariehofer habe ich auch schon im Feld, ne? Ja, du bist der Ja. Bauhof, also wenn du das nicht darfst, wer denn dann? Genau. Wiese 8, Harry Hofer. Hof 3 sagst du, ne? Jo. Ja. Und du, was mir noch einfällt, wir hatten eigentlich ausgemacht, dass ich die Steuer vom Haus nicht bezahle, sondern dafür, 500, Chris, genau. nee, den Auftrag. Genau. Und 500, Chris, noch. Ja, aber das ist ja wurscht, weil wir haben ja gesagt, ich kann das Holz einfach mitnehmen, dann bezahle ich dir trotzdem 5.000. Verstehst du? Sonst mache ich ja, zahle ich dir keine 5.000 und mach dann auch noch Gewinn mit dem Holz. Ja, können wir so machen. Also ich zahle dir jetzt mal kurz die 5.000 an Steuer. Ja, weißt du, wie viel, hat der Bürgermeister irgendwas von Steuern auf den Hof gesagt? Ja, 68.000 hat er gemeint, kostet das Grundstück. 68.000 kostet das Grundstück, ja. Und die Steuer, die müsste ich schon noch zahlen, glaube ich. Oder hat er gesagt, die wird erlassen, weil ich ja mehr oder weniger im Auftrag der Stadt arbeite. Aber die kannst du mal offen lassen, die kann ich ihm bestimmt auch später zahlen. Ja, dann kannst du denn gerade, warte. Einen Moment. Also roundabout 68 hat er gesagt. Ja. Die Polente schleicht immer hier rum, ey. Ja, der gehört jetzt dir. Super, vielen Dank. Kein Thema. Gut, also dann gehe ich mal hoch und arbeite ein bisschen was. Ja, Ui, der neue. ich Ja? sag schon mal mit mehr Wert und bei dir war es ohne Ja, genau. Gut, also mehr. bis später. Jo, bis später. Ciao. So. Gut. So, dann haben wir nämlich jetzt endlich den Hof. Natürlich muss ich die Steuer dann wahrscheinlich noch zahlen. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Und ich krieg später auch noch eine Rückerstattung vom Bürgermeister, wenn ich mir die neuen Fahrzeuge gekauft habe. Er hat ja von einem Kredit, einem Subventionierung von 20% gesprochen. Und mein Gesamteinkaufswert liegt bei 200.000. Das heißt, ich krieg 40.000 oder so erlassen. Nee, 80.000. Mal gucken, 231.000 wäre es mit Steuern und allem drum und dran. Bin ich mal gespannt hier. So, aber jetzt fahre ich mal hoch zum Hofer. Mein Anhänger müsste eigentlich schon oben sein. Hoffe ich mal, dass der Klaus Jäger den da hochgestellt hatte. Ja, dann schaffen wir es wahrscheinlich gerade noch ein paar Bäume abzuernten. Vielleicht. Und wenn der Hans-Peter Zeit hat, dann gebe ich ihm die Bestellung durch. Und
Müsste dann alles ein bisschen schneller gehen hier mit der Typhoon. Die hat einen Baufehler. So, da ist das, da ist das. Ah, jetzt habe ich gerade gedacht, mein Frontlader ist weg, ey. Nee, warte mal, wir machen was anderes. Ich hol noch mal ein paar andere Equipment-Sachen, glaube ich. Weil die hier habe ich ja an Hans-Peter gefragt, ob er den hier in Zahlung nimmt. Das macht er. Dann muss ich mir nächstes Mal morgen noch einen anderen Anhänger verkaufen. So. Gut. Ist schon ordentlich was los hier. So, kurz auf RP. Wir sind diese Woche noch auf dem alten, auf der alten Schwatzing. Wir werden gucken, dass wir nächste Woche auf der neuen Schwatzing dann schon spielen. Wird dann ein bisschen interessanter durch den Landhandel und alles Mögliche, was eben McManus da hat einbauen lassen. Ich hoffe mal, dass das dann schön wird. So, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Nachmittag. Und bis morgen. Haut rein, macht's gut. Ciao.